Kapitel 5 sind wir. Hermines Sicht. Es ist viel zu hell. Ich will noch nicht aufstehen. Bin ich doch gefühlt gerade erst eingeschlafen. Aber die Sonnenstrahlen kitzeln mich in der Nase und grummelnd drehe ich mich herum und ziehe mir die Decke über den Kopf. Ein dumpfer Kopfschmerz hämmert gegen meine Schädeldecke und ich fühle mich, als hätte ich gestern eine wilde Party gefeiert. Doch nichts dergleichen ist der Fall. Ich konnte einfach lange Zeit nicht schlafen, denn meine wirren Gedanken haben mich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen, als Malfoy gegangen war. Halt. Moment. Oh mein Gott! Ich bin wach und ich spüre alles. Ich fühle meinen Körper und ich schlage nun die Augen auf und blicke gegen die weiße Bettdecke, die ich über mich gezogen habe und die nun das grelle Licht abhält. Ich sehe meine Hand, die vor mir auf dem Kissen liegt. Ich kann es nicht fassen. Ich habe mein Bewusstsein wieder. Unwillkürlich steigen mir die Tränen vor Freude in die Augen und ich bin's ein paar Mal, weil ich es immer noch nicht so recht glauben kann, was hier gerade passiert ist. Fasziniert blicke ich auf meinen Handrücken und bewege den Zeigefinger. Es klappt. Unfassbar. Etwas zu hektisch zerre ich mir die Decke vom Kopf, denn das Licht, das ich nun schon über eine Woche nicht mehr gesehen habe, ist viel zu hell und ich muss die Augen wieder zusammenkneifen, weil es mich blendet und ich erstmal gar nichts sehen kann. Es dauert eine Weile, bis ich mich soweit wieder daran gewöhnt habe, dass ich den Raum um mich herum erkennen kann. Die Sonne scheint durch die hohen Fenster und wirft viereckige Lichtflecken auf den steinernen Boden. In den Lichtkegeln tanzen vereinzelte Staubpartikel umher und auf meinem Nachttisch liegen diverse Bücherstapel und Süßigkeiten. Ich frage mich, wer den Süßkram hierher geschafft hat und hoffe inständig, dass es nichts von dem Gutbesserungspaket ist, das George angedroht hatte. Doch auch das wäre im Moment noch egal, denn ich habe seit über einer Woche weder bewusst essen noch trinken können und somit ist meine erste Amtshandlung an diesem Morgen eine Tafel Schokolade an mich zu nehmen, schnell das Papier aufzureißen und mir ein Stück davon in den Mund zu schieben. Gott, ich habe selten etwas Besseres gegessen, zumindest kommt es mir gerade so vor. Und nun? Ich bin wieder wach und es geht mir gut, soweit ich das beurteilen kann. Ich lag nun eine Woche lang in vollkommener Dunkelheit hier herum und habe nun einen unbändigen Drang, einfach aufzustehen und zu gehen. Aber just in dem Moment kommt Madame Pomfrey zur Türe rein und kaum hat sie mich erblickt, wie ich Schokolade essenderweise hier auf meinem Bett sitze, greift sie sich an die Brust und stößt einen undefinierbaren Laut aus. »Miss Granger! Merlin sei Dank, Sie sind erwacht!« sagt sie dann und kommt mit eiligen Schritten auf mich zu. »Wie geht es Ihnen?« »Gut«, antworte ich knapp und grinse sie an, denn es geht mir schließlich ja gut. Die Sonne scheint, ich bin wieder bei Bewusstsein und ein Blick auf die Armbanduhr bestätigt mir, dass es noch sehr früh am Morgen ist und ich es mit viel Glück sogar noch in den Unterricht schaffe, wenn sie mich bald entlässt. »Miss Granger, wissen Sie, was passiert ist?« Poppy machte sich daran, mich mit ein paar Diagnosezaubern abzuscannen und ich halte still, damit sie ihre Arbeit machen kann. Was soll ich hier antworten? Meine Gedanken bewegen sich blitzschnell in eine bestimmte Richtung. Wenn ich ihr sage, dass ich die letzte Woche alles mitbekommen habe, dann wüssten bald alle, dass ich sie hören konnte, als sie mich besucht haben. Auch Malfoy. Irgendwie ist mir der Gedanke unangenehm. Ich weiß nicht genau warum, doch mein Bauchgefühl sagt mir, dass es klüger ist, die Tatsache vorerst zu verschweigen. Nicht so wirklich, antworte ich daher ausweichend und versuche, einen möglichst fragenden Blick aufzusetzen. Wir hatten Zaubertränke und an mehr erinnere ich mich nicht. An mir ist womöglich ein Slytherin verloren gegangen. Madame Pomfrey wirft mir einen verständnisvollen Blick zu. Sie hatten einen kleinen Unfall im Zaubertrankunterricht, Miss Granger. Sie waren eine Woche in einer Art Koma gelegen und wir mussten sogar Heile aus dem St. Mungo kommen lassen. Ich bin froh, dass Sie von alleine wieder aufgewacht sind. Womöglich hätten wir Sie die nächsten Tage sonst ins Hospital verlegen müssen. Wir haben Sie magisch ernährt in der letzten Woche und auch Ihre Vitalwerte waren soweit in Ordnung. Sie haben leider etwas vom Trank der lebenden Toten abbekommen, der allerdings zum Glück noch nicht ganz fertig gebraut war. Seien Sie froh darüber, denn sonst hätten Sie womöglich den Rest Ihres Lebens im Koma verbracht. Mir schauderte und allein die Vorstellung daran, ein Leben lang in der Verfassung zu fristen,
in der ich mich die letzte Woche befunden habe. Nein, unvorstellbar. Ich muss dringend mit... Hallo, Quibli und so. Ich muss dringend mit Professor McGonagall sprechen, denn wenn man es mal genau nimmt, ist es geradezu unverantwortlich, solch einen Zaubertrank in der Schule zu lehren. Ihre Freunde waren oft hier, um sie zu besuchen, fährt die Medi-Hexe fort. Mittlerweile hat sie ihre Diagnosezauber beendet und lächelt zufrieden, während sie mir mein Kissen aufschüttelt und hinter meinen Rücken stopft. Selbst Mr. Zabini war einmal da, von ihm ist die Schokolade. Okay, das ist verrückt. Ich verkneife mir ein Grinsen und setze einen verwunderten Blick auf, doch sie zuckt nur mit den Schultern. Madame Pomfrey, kann ich zum Unterricht? Will ich von ihr wissen, und wie erwartet ernte ich einen tadelnden Blick. Sie sollten sich noch einen Tag schonen, Miss Granger. Ach bitte, ich versuch's mit einem traurigen Blick und sie seufzt. Es ist kein Geheimnis, dass die Medi-Hexe nicht gerade für ihre Strenge bekannt ist, was mir jetzt zugute kommt. Ich werde Minerva informieren und wenn sie ihr Einverständnis gibt, dann können sie gehen. Bis die ganze Zeit... Entschuldigung. Sie müssen jedoch zuerst etwas essen. Ich lasse ihnen ein Frühstück bringen. Sie murmelt noch etwas über meinen übertriebenen Lerneifer und verschwindet dann zur Tür hinaus, vermutlich um die Schulleiterin aufzusuchen. Zufrieden lehne ich mich in die Kissen zurück. Heute wird sicherlich nichts meine Laune trüben. Dracos Sicht. Ich bin todmüde. Gestern bin ich viel zu spät ins Bett gekommen, so wie einige Male in der letzten Woche, und langsam macht sich das bemerkbar. Ich stütze meinen Kopf leidend in meine Hände, während wir auf Slughorn warten, der etwas zu spät dran ist, was mich heute allerdings nicht stört. Ich wünschte, der Tag wäre schon längst vorbei. Aber den Gefallen tut mir die Zeit natürlich nicht, denn die Sekunden verringern nur langsam. Und jetzt haben wir auch noch gemeinsam Unterricht mit den Gryffindors. Die ersten 3 Stunden waren es zum Glück nur die Ravenclaws, doch Zaubertränke mit Gryffindor ist doppelt ätzend. Vor allem können sich Potter und Weasley nicht mit ihrem Mordblick zurückhalten, das kotzt mich tierisch an. Ein Raunen geht durch die Menge und gelangweilt lenke ich meinen Blick zur Tür, und in dem Moment, als das goldene Trio komplett und vollzählig durch die Tür schreitet, rutscht mir mein Kopf vor Schreck aus der Hand und mein Kinn schlägt gefühlt auf der Tischplatte auf. Bin ich eingeschlafen? Träume ich, oder ist es tatsächlich Granger, die hier vollkommen lebendig und bei Bewusstsein auf ihrem Platz neben mir zusteuert? Granger ist wieder wach, lautet der sinnvolle Kommentar von Blaze, der hinter mir sitzt. Das sehe ich, fauche ich ihm nur entgegen, und schnell wende ich meinen Blick wieder von Granger ab und blicke angespannt nach vorne zur Tafel. Seit wann ist sie wieder wach? Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Grangers Auftauchen verwirrt mich mehr, als es sollte. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich bin seltsam nervös, denn ich habe keine Ahnung, wie sie reagieren wird. Es war einfacher, sich mit der bewusstlosen Granger auseinanderzusetzen. Ich versuche, meine konfusen Emotionen unter Kontrolle zu bringen und atme einmal tief durch. Hallo, Malfoy. Ihre Stimme klingt normal. Weder wütend, noch beleidigt, noch wissend, was mich wohl am meisten beruhigt. Natürlich weiß sie nicht, dass ich nachts im Krankenflügel war, aber ganz sicher war ich mir nun doch nicht. Granger! Sieh an, du lebst noch, schnarre ich überheblich und bin froh, dass ich mich nach wie vor nach mir anhöre. Offensichtlich, sagt sie und holt ihre Bücher aus der Tasche, um sie vor sich auf den Tisch zu legen. Ich antworte nichts darauf, sondern starre weiterhin auf die Tafel und bin erleichtert, dass Slughorn in diesem Moment zur Tür hereinkommt und sich für sein verspätetes Auftauchen entschuldigt. Ich zucke leicht zusammen, als Granger sich zu mir lehnt und mich flüsternd etwas zu fragen. Malfoy, was habe ich verpasst? Letztes Mal... Nee. Ach so. Hä? Warte. Okay, da fehlt irgendwas. Was habt ihr das letzte Mal gebraut, während ich auf der Krankenstation war? Ist das Ihr Ernst? Warum wirft sie mir keine Anschuldigung an den Kopf? Immerhin habe ich sie vor einer Woche in den Krankenflügel gebracht. Sie scheint nicht mal sauer zu sein und das verwirrt mich, denn ich an ihrer Stelle wäre sehr wohl sauer. Felix Felicis in abgeschwächter Form, presse ich hervor, während ich meinerseits mein Buch aufschlage und die Seite suche, die Slughorn gerade angeschrieben hat. Okay, antwortet sie und tut es mir gleich. Ich blicke kurz in ihre Richtung und muss wohl etwas entgeistert reinschauen. Ist was? Fragt sie.
warum bist du nicht wütend?« will ich perplext wissen. Eigentlich hatte ich vor, sie stöhig zu ignorieren, aber Granger verwirrt mich. »Warum sollte ich wütend sein? So wie ich es mitbekommen habe, war es wohl ein Unfall. Kann passieren, Malfoy. Außerdem hätte ich schneller reagieren müssen, als du das Akromentula-Gift zu früh dazugegeben hast. Damit ist für sie die Unterhaltung beendet. Und sie steht auf, um die Zutaten für den heutigen Trank aus dem Vorratsschrank zu holen. Kopfschüttelnd mache ich mich daran, das Rezept für den heutigen Trank durchzulesen. Auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass sie wirklich gar nichts weiß und dass die Tatsache, dass ich nachts bei ihrem Krankenflügel war, für immer in meinem Geheimnis bleiben wird. Doch andererseits muss ich den Kloß im Hals herunterschlucken, der sich seltsamerweise gebildet hat. Ein winziger Teil in mir bedauert, dass sie nichts davon mitbekommen hat. Merlin weiß warum. Schweigend machen wir uns an die Arbeit und die nächste Stunde bringe ich damit zu, Baumschlangenhaut und Kröten leicht zu verkleinern und zu versuchen, Granger nicht aus Versehen in die Luft zu sprengen, wobei das mit diesem Erkältungstrank von heute vermutlich fast unmöglich ist. Die Stunde vergeht schweigend und nur ab und zu werfe ich einen taxierenden Blick zu Granger, die mir auf unerklärliche Weise unheimlich ist. Aber vielleicht bekomme ich schon Paranoia, was nicht wirklich ganz weit hergeholt ist, wenn man den Verlauf der letzten Woche so betrachtet. Fast schon bin ich erleichtert, als Slughorn das Ende der Stunde einläutet und wir dem halbfertigen Trank einen Stasis-Zauber verpassen können. Gemächlich packe ich meine Unterlagen zusammen. Malfoy, kann ich deine Zaubertränke mitschreiben und die Hausaufgaben von der letzten Woche haben, um sie mir anzuschauen? Will Granger plötzlich wissen und ich erstarre förmlich in der Bewegung. Warum fragst du nicht Potty oder Wiesel? Will ich wissen und versuche dabei möglichst ätzend zu klingen, was mir wie immer nicht besonders schwer fällt. Sie verzieht leidend das Gesicht. Weil, naja, ich hätte gerne einen brauchbaren Aufschrieb, gibt sie zerknirschend zu und ich schnaube amüsiert. Das ist vollkommen nachvollziehbar und voller Genugtuung werfe ich einen überheblichen Blick über die Schulter zu ihren zwei dämlichen Kompagnons und nicke. Okay, Granger, was auch immer. Ich bringe die Aufschreiber heute Abend in die große Halle mit, sage ich und frage mich gleichzeitig, warum mich ihre Bitte mit solch einer großen Genugtuung erfüllt. Ihre Antwort fällt knapp aus. Danke. Sie packt ihrerseits ihre Bücher in ihre Tasche und macht sich mit ihren Freunden auf den Weg aus dem Klassenzimmer. Obwohl das denkbar gut für mich ausgegangen ist und Granger anscheinend keine Rachegelüste gegen mich hegt, ist irgendetwas seltsam an ihrem Verhalten. Ich weiß allerdings nicht, was es ist und werde die Sache vorsichtshalber im Auge behalten. Nur für den Fall. Außerdem habe ich noch ein ganz anderes Problem, denn ich habe immer noch das verfluchte Tagebuch in meiner Schultasche und nicht die geringste Ahnung, wie ich es unauffällig wieder in ihren Besitz schmuggeln kann. Fakt ist, dass ich mich etwas beeilen muss, um wenigstens noch die relevanten Einträge zu lesen, denn lange kann ich es nicht mehr behalten. Das ist mir klar. Hermines Sicht. Okay, das war anstrengend. Das Wiedersehen mit Harry und Ron heute früh in der ersten Stunde war super und ich bin wirklich froh darüber, dass ich wieder mit den beiden in den Unterricht gehen kann. Doch für Zaubertränke hatte ich heute doch etwas Magenschmerzen. Ich habe auch meinen Freunden nicht erzählt, dass ich während des Komas alles mitbekommen habe und Malfoys Reaktion heute hat mich nur noch mehr darin bestärkt, vorerst nichts dergleichen an die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist komisch, aber ich muss zugeben, dass ich es interessant finde, hinter Malfoys Fassade geblickt zu haben und dass er offensichtlich weiterhin versucht, so ätzend wie möglich zu sein, obwohl es in ihm drin eigentlich ganz anders aussieht, finde ich faszinierend. Warum tut er das? Was erhofft er sich dadurch? Ich werde aus Draco Malfoy nicht wirklich schlau und das ärgert mich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Maßlos! Nachdenklich laufe ich mit Harry und Ron zum Mittagessen in die große Halle und höre den Ausführungen der Jungs zum letzten Quidditch-Training nur mit halbem Ohr zu. Es war lustig, mich anzusehen, wie Malfoys Gesicht entgleist ist und wie er versucht hat, sich nichts anmerken zu lassen im Unterricht, doch ich habe genau gemerkt, wie ihn mein Auftauchen aus der Fassung gebracht hat. Ich muss immer noch in mich hineingrinsen, denn, ganz ehrlich, er hat es absolut verdient. Immerhin hat er mein Tagebuch geklaut und dieses Ganze nebenbei bemerkt, immer noch in seinem Gewahrsam und ich frage mich, ob und wie ich es wohl wiederbekommen werde. Mittlerweile sind wir in der großen Halle angekommen und ich lasse mich erschlagen auf dem Platz neben Harry fallen. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin doch etwas schlapp nach dem halben Tag heute. Und vielleicht hätte ich auch Madame Pomfrey hören und mich. noch einen weiteren Tag ausruhen sollen, aber ich hätte keinen Tag länger auf der Krankenstation liegen können. Während ich lustlos in meinem Essen herumstochere, wandern meine Blicke zum Slytherin-Tisch
Und ich erschrecke, denn ein graues Augenpaar starrt mich an und als ich ihn dabei erwische, senkt er schnell seinen Blick und verwickelt Sabine in ein Gespräch. Interessant. Wirklich interessant. Ich sollte ganz ehrlich nicht solch ein Interesse an Draco Malfoy entwickeln, denn ich weiß einfach, dass ich mir selbst damit keinen Gefallen tue, aber ich kann mich schlicht und ergreifend nicht gegen meine Neugier wehren und ich kann ebenso wenig verdrängen, dass er mir all diese Dinge offenbart hat. Ob er das nun bewusst getan hat oder nicht, ist vorerst ganz mal zweitrangig. Vorgelesen habe. Was? Frage ich perplex. Ron sieht mich vorwurfsvoll an, denn offensichtlich hat er mit mir gesprochen und ich war von Malfoy abgelenkt. Ich richte nun meine gesamte Aufmerksamkeit auf Ron. Ich habe gesagt, dass es schade ist, dass du jetzt den ganzen Schulstoff nachholen musst, da du nicht mitbekommen hast, was ich dir vorgelesen habe. Okay, ich habe ein klein wenig ein schlechtes Gewissen, meine Freunde zu belügen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es die bessere Entscheidung war. Vorerst. Macht nichts, Ron. Ich gehe in der Freistunde jetzt in die Bücherei, um schon mal was danach zu holen, antwortete ich ihm. Und am besten mache ich mich direkt auf den Weg. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht richtig hungrig. Das stimmt sogar, denn das Frühstück, das ich heute früh erst essen musste, war wirklich mächtiger, aber Madame Pomfrey hat mich nicht gehen lassen, ehe ich alles aufgegessen hatte. Vielmehr ist mein überstürzter Aufbruch aber der Tatsache geschuldet, dass im Moment zwei gewisse Slytherins die große Halle verlassen. Wir wollen eigentlich ein wenig nach draußen gehen, meldete sich nun Harry zu Wort und sieht mich mit einem Blick an, der mir offensichtlich verdeutlichen soll, dass ich genauso gut später noch nachlernen kann, aber ich ignoriere ihn einfach. Bis später, Jungs! Ich schnappe mir noch einen Apfel vom Tisch und mache mich schnell auf den Weg aus der großen Halle. Ich weiß, um ehrlich zu sein, selbst nicht genau, was mich antreibt, aber darüber kann ich mir auch noch später Gedanken machen. Es dauerte nicht lange, bis ich die zwei eingeholt habe und anscheinend wollen sie ebenfalls die Freistunden nutzen, um etwas nach draußen zu gehen, denn sie schlendern in Richtung des Innenhofes und ehe sie den Durchgang erreichen, nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und rufe ihnen hinterher: Hey, Sabini! Die beiden bleiben stehen und drehen sich mit großen Augen zu mir um, während ich die letzten Meter überbrücke und zu ihnen aufschließe. Granger? Fragt Sabini offensichtlich verwirrt und Malfoy mustert mich nur abschätzig mit einer hochgezogenen Augenbraue, so wie nur er es kann. Ich denke bei mir, dass diese Mimik bei jedem anderen wohl unpassend aussehen würde, jedoch nicht bei Draco Malfoy. Was willst du? Sabini wirkt eher überrascht als abweisend und ich muss schmunzeln, denn wieder einmal fühle ich mich bestätigt in meiner Vermutung, dass Blaise Sabini eigentlich kein Problem mit mir hat. Ich wollte mich nur kurz für die Schokolade bedanken, grinse ich, und die Reaktion, die ich hierauf bekomme, bringt mich beinahe dazu, laut loszulachen, denn ihm ist das offensichtlich mehr als nur unangenehm, dass ich ihn darauf anspreche, und Malfoy fallen fast die Augen aus dem Kopf. Ja, ich weiß schon, das ist ziemlich Slytherin von mir und wahrscheinlich tue ich Sabine hiermit keinen Gefallen. Aber nun ja, Malfoy hat selbst gesagt, dass ich ihm in den Allerwertesten treten kann, weil er mein Tagebuch gelesen hat. Und so macht es viel mehr Spaß. Madame Pomfrey hat mir gesagt, dass du das warst und das war wirklich ein super Frühstück. Danke also. Gern geschehen, druckste er herum. Doch ehe die Situation noch peinlicher für alle Beteiligten wird, grinse ich noch ein letztes Mal in die Richtung der beiden und setze langsam meinen Weg fort. Blaze. Sag mir nicht, dass du bei der Granger im Krankenflügel warst, höre ich Malfoys gezischte Worte noch, während ich mich immer weiter von den beiden entferne. Auf meinem Weg in Richtung der Bibliothek denke ich darüber nach, was Malfoy nun wohl als nächstes tun wird, und muss schmunzeln. Ich denke, das könnte durchaus amüsant werden. Dracos Sicht. Das glaube ich jetzt einfach nicht, doch der schuldbewusste Blick meines angeblichen besten Freundes spricht Bände. Also, weißt du, windet er sich unter meinem fassungslosen Blick und ich verdrehe nur die Augen und zwar so heftig, dass ich beinahe Kopfschmerzen davon bekomme. Ich dachte, da du selbst nicht hin wolltest und nun ja. Er stammelte nur herum und ich seufzte tief. Ich bin nur einen Atemzug davon entfernt, ihm alles zu erzählen. Es bricht beinahe einfach aus mir heraus. Aber in letzter Sekunde entscheide ich mich um. Warum weiß ich selbst nicht genau, doch es scheint mir nicht richtig, ihm von Grangers Tagebuch zu erzählen. Ich weiß, dass es scheinheilig ist, wo ich es doch selbst geklaut und gelesen habe, aber nun ja. Ich möchte irgendwie nicht, dass jemand anders über Grangers Gedanken und über meinen nächtlichen Besuch Bescheid weiß, selbst wenn es nur Blaze ist. Aber Schokolade? Ernsthaft?
frage ich ungläubig und er zuckt nur die Schultern. Ich hielt es für eine gute Idee. Eine gute Idee. Als ob er jemals gute Ideen gehabt hätte. Ich erinnere mich daran, dass er es einmal für eine gute Idee gehalten hatte, Pansy und Milligan jeweils eine Rose zum Valentinstag zu schenken. Einfach weil wir eben alle befreundet sind. Und noch Wochen später hatte er sich gerne dafür selbst in den Arsch getreten, denn beide hatten sich darauf etwas eingebildet und eigentlich wollte er von keiner irgendwas. Gut, für mich war das damals sehr amüsant gewesen. Aber wenn er nun auch noch Granger-Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, das wäre doch zu viel des Guten. Schweigend setzen wir unseren Weg fort und meine Gedanken kreisen unaufhörlich um diese nervige Gryffindor. Ich werde aus diesem Bücherwurm einfach nicht schlau. Ich meine, okay, Blaise ist noch nie wirklich gemein zu ihr gewesen. Auch nicht zu Potter oder dem Wiesel, denn Sabine hat noch nie viel von diesem ganzen Reinblüterquatsch gegeben. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn dafür beneiden oder doch lieber verhöhnen soll. Trotzdem wundert es mich, dass sie uns hier abgefangen hat, um sich bei ihm zu bedanken. Das passt irgendwie nicht zu ihr und ich frage mich erneut, ob sie nicht doch vielleicht weiß, dass ich ihr Tagebuch habe. Granger ist mir suspekt und vielleicht werde ich ja wirklich paranoid. Aber ich fühle mich von ihr verfolgt, obwohl sie im Grunde gar nichts weiter tut. Und genau das ist das Problem. Ich kann es nicht einschätzen, aber fragen kann ich sie ebenso wenig, denn wenn ich mir das nur einbilde, dann würde ich mich in dieser Aktion verraten. Ich schüttel den Kopf, um meine wirren Gedanken zu vertreiben und gehe schweigend neben Blaise her, auf direktem Weg raus aus dem Schloss. Grangers Richtung der Bücherei verschwunden, wohin auch sonst. Und ich widerstehe dem Drang, ihr hinterher zu spionieren. Bei Salazar. Ich sollte mich vielleicht wirklich mal von Pomfrey untersuchen lassen. Irgendwas scheint mit mir nicht mehr zu stimmen. Draußen angekommen, setzen wir uns wie immer auf einer der niedrigen Mauer und Blaise zieht mir... Draußen angekommen, setzen wir uns wie immer auf eine niedrige Mauer und Blaise zieht wie so oft ein Buch aus seiner Tasche und ich brauche nicht lange überlegen, bis ich es ihm gleich tue. Es ist mir im Moment ehrlich gesagt mehr als recht, dass er ebenfalls eine große Passion für sämtliche Bücher hat, denn so kann ich in ungestört Grangers Tagebuch in meinem Schoß öffnen. Vorsichtshalber habe ich einen Verwirrungszauber darüber gelegt, damit niemand die selbstgeschriebenen Seiten sieht. Doch uns beachtet man sowieso kaum. Mich erst recht nicht, denn ich werde prinzipiell seit Ende des Krieges eher gemieden. Nicht, dass es mich weiter stört, so habe ich immerhin meistens meine Ruhe. Farg blätter ich durch die Seiten, bis ich an dem Eintrag hängen bleibe, den ich gesucht habe, und ich wundere mich darüber, dass dieser Eintrag so vollkommen anders ist als die vorherigen. Es ist vorbei. Es ist wahrhaftig vorbei. Voldemort ist tot. Wir haben gesiegt. Warum nur stellt sich das Hochgefühl nicht ein? Die Schlacht um Hogwarts ist nun schon mehrere Tage her, doch die Bilder verfolgen mich unentwegt. So viele haben ihr Leben gelassen. Wofür? Für einen Krieg, der unnötiger hätte nicht sein können? Nachdem wir in Gringotts eingebrochen sind und den Horcrux aus dem Verlies geholt hatten, konnten wir zum Glück auf dem Drachen fliehen. Es war schrecklich, die Gestalt dieser verachtenswerten Kreaturen anzunehmen und ihr Stab in meinen Händen hatte sich so falsch angefühlt. Dennoch, wir haben es geschafft einzubrechen und den Horcrux zu stehlen. Das Schwert war danach allerdings weg. Der verdammte Kobold hat es gestohlen, darum konnten wir ihn nicht gleich zerstören. Das haben wir erst später in der Kammer des Schreckens geschafft, dem toten Basilisken sei Dank. Harry hatte in dem See, in dem wir dann gelandet sind, eine Vision. Und wir sind direkt nach Hogsmeade aufgebrochen, wo wir über Aberforths Haus nach Hogwarts gelangen konnten. Und dort begann dann der Anfang vom Ende. Ich kann nicht darüber schreiben. Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Wenn die Albträume aufhören? Ich weiß es nicht. Wird das jemals aufhören? Die Bilder in meinem Kopf? Die Trauer? Seit gestern sind wir wieder im Grumauplatz. Das heißt, Harry und ich sind hier. Ron ist zu Hause bei seiner Familie. Fred. Ja. Merlin. Morgen ist die Beisetzung der Gefallenen und es nimmt mir die Luft zum Atmen, wenn ich daran denke. Warum? Warum nur mussten so viele unschuldige Menschen sterben? Remus und Tonks. Es ist so traurig. Nächste Woche beginnen wir mit den Aufräumarbeiten in Hogwarts. Ich denke, ich werde meine Eltern noch ein weiteres Jahr in Australien lassen. Ich bin offensichtlich noch nicht bereit, in mein normales Leben zurückzukehren. Vielleicht schaffen wir es über die Sommerferien, das Schloss soweit wiederherzustellen. Damit ab Herbst die Schule wieder starten kann. Ich glaube zwar nicht, dass wir wieder zum normalen Tagesgeschäft übergehen können, doch wir brauchen unseren Abschluss. Die Jungs wollen ins Ministerium. Und ich weiß nicht, was ich möchte.
Aktuell spiele ich mit dem Gedanken, mir selbst ein Obliviate zu verpassen. Ich habe zwar immer gesagt, dass ich nicht vergessen will, aber aktuell wäre diese Option zugegebenermaßen sehr verlockend. Meine Güte, wenn ich allein daran denke, welche Rolle Snape all die Jahre gespielt hat und welch schweres Los er gezogen hatte. Es tut mir so leid, dass auch er sein Leben für diesen Krieg geben musste. Keiner hätte sterben sollen und schon gar nicht jemand wie er. Um ehrlich zu sein, habe ich mir lange überlegt, ob ich nicht besser einfach gehen sollte. Der Zauberwelt den Rücken kehren. Es wäre so einfach. Ich müsste nur nach Australien gehen, meinen Eltern ihr Gedächtnis wiedergeben und anschließend meinen Zauberstab zerbrechen. In ein normales Leben zurückkehren und vergessen. Ich schäme mich für diesen Gedanken, denn es würde ebenso bedeuten, dass ich Harry und Ron hinter mir lassen müsste. Und allein, dass ich dies in Erwägung gezogen habe, macht mir Angst. Ich muss außerdem mit Ron reden. Bald. Seit die anfängliche Euphorie über den Sieg abgeklungen ist, ist mir klar, dass das, was zwischen uns ist, keine Zukunft haben kann. Doch das hat Zeit. Momentan gibt es wichtigere Dinge. Der Eintrag endet hier. Ich bin gelinde gesagt verwirrt. Wie so oft schockieren mich Grangers Gedanken. Sie hatte sich wahrhaftig überlegt, die Zaubererwelt zu verlassen. Ich weiß nicht warum, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Hastig klappe ich das Buch zu und schiebe es zurück in meine Tasche. Blaze sieht mich fragend über den Rand seines eigenen Buches hinweg an und schüttelt nur den Kopf, während ich aufstehe. Ich muss noch was erledigen, erkläre ich ihm knapp und ich weiß einfach, dass Blaze mich durchschaut, denn er grinst nur und wendet sich wieder seine Lektüre zu. Schnellen Schrittes mache ich mich auf den Weg in die Kerker und verfluche die weiten Wege hier im Schloss, doch ich habe noch genug Zeit. In unserem Zimmer angekommen, suche ich schnell die Zaubertrankunterlagen heraus, stopfe sie zu dem anderen Krempel meiner Tasche und mache mich auf den Weg in den vierten Stock in die Bücherei.